Angebot bereithält. Manchester City gegen Paris Saint-Germain. Tja, Wolf. Idriss Agüero. Im Angriff jetzt Kylian Mbappé. Was für eine Rettungstat, gehalten. Ecke kommt ins Zentrum. Walker verliert den Ball. Mbappé. Frühes Tor. Immer wichtig. Ecke in die Mitte. Abgeblockt auf der Linie. Phil Foden. Super gehalten. Aus dieser Entfernung. Toller Reflex. Perfekt antizipiert, wo der Ball hingeht. Aber jetzt können sie es machen. Ja, klasse. Ball erstmal weg. Ball bei Neymar. Klares Foul und zunächst gut weiterspielen lassen. Und ebenso richtig, dann hier doch noch den Freistoß zu geben. Für das Foulspiel sieht er noch keine Karte. Was sagst du? Ich denke, das geht in Ordnung. Wild mit Karten um sich werfen ist ja auch keine Lösung. Der Schiedsrichter setzt hier auf ein offenes Wort. Chance für Mbappé. Genug. Das ist aber auch schwer. Da muss alles passen, wenn der reingehen soll. Schönes Zuspiel hier. Er trifft die Latte. Der mit dem Ball. Tolle Szene. Was für eine Parade. Mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball, macht sich ganz lang. Riesenaktion. Und man sieht wieder einmal, er ist ein hechtender Klassekeeper. Jetzt haben sie den Ball. Eine Minute Nachspielzeit bekommen wir noch. Da setzt er sich gut durch. Ah, das könnte es sein. Gehalten, aber sie müssen weiter aufpassen. Gabriel Jesus. Und jetzt ein Zweikampf. Könnte der Ausgleich sein. Noch lebt die Chance. Elfmeter für Manchester City. Keine Frage, das ist ein Elfmeter. Der Spielverlauf ist völlig offen. Niemand kann ihn aufhalten. Gutes Dribbling. Ja, das gibt Einwurf. Jetzt die Gelegenheit zur Flanke. Marco Verratti. Messi, Riesenchance. Ist offen. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Ganz hartes Einsteigen, könnte Platzverweis geben. De Bruyne. Die Gefahr scheint erstmal bereinigt, das war ein hervorragender Zweikampf. Und jetzt hat er den Ball. Viel Platz für Sterling. Die Chance zur Führung. Ah. Jetzt der Angriff von PSG. Oh, da können sie sich bei ihm bedanken. Was? Super, Messi. Spielt den Ball in den freien Raum. Doch noch die Führung. Wahnsinn, das muss es doch eigentlich sein. Kommen sie die Chance. Ja, ganz energisch, Ball ist raus. Sie können kontern. Kimbembe. Ronaldo. Und da kommt die offizielle Nachspielzeit. 2 Minuten sind es noch. Oh, Schlusspfiff in diesem Spiel und die Fans sind unzufrieden. Und vor allem mit diesem Platzverweis, klar. Ohne den hätte es vielleicht anders oder wahrscheinlich anders ausgesehen. Aber ich finde, das haben sie sich selbst zuzuschreiben. Eine enge Entscheidung, sicher, aber die richtige.